So. Ich weiß noch, dass wir damals, also dass ich damals Jetzt noch der Schallbomben Diablos. mitgenommen habe. Warte, das muss man mitnehmen. Der sich ja immer schön eingräbt. Oh, da hätte ich noch reinschauen müssen. Mist, kann ich das nochmal öffnen? Nee. Es läuft ja die ganze Zeit, in den letzten Aufnahmen auch die ganze Zeit, das ist ja die ganze Zeit ein Event. Und ich glaube, dafür muss ich einmal da hochgehen, aber das mache ich nach dem Diablos. Ich habe jetzt Lust auf den riesigen. Deswegen vorbereiten wir uns doch mal ein bisschen. Also wenn ein paar Tränke mit, ich nehme noch ein paar Rationen mit, weil das braucht man bestimmt immer. Da nehme ich ein paar Schreikapseln. Oh, Schreikapseln heißen sie hier, okay. Schleudermunition. Sie gibt einen sehr schrillen Ton von sich, der empfindliche Monster ablenkt. Okay, Schreikapseln. Damals hießen die, glaube ich, Schallbomben. Blitzkapseln könnte ich mitnehmen. Und damals musste man auch, deswegen, ich erinnere mich an das Symbol hier, also so ein weißer Trank. Damals in der Wüste musste man immer einen Kältetrank zu sich nehmen, damit man nicht immer dauerhaft Schaden bekommt. Aber ich ist es relativ angenehm, man muss ja keine mitnehmen. So, dann will ich noch einmal hier reinschauen. Nichts dauert ewig. Okay, dann raus damit. Lass mal hören, was du entdeckt hast. Ganz viel, weil ich habe ja... Jetzt habe ich das auch wieder weggeklickt. Obwohl, die ist nur 4 Stunden da. Okay, das sind diese Sachen. Ich habe ja immer diese Events hier gemacht. Feldforschung, was halt da stand. Immer halt dieselben Events, die wir halt schon gemacht haben. Auch wenn ich... ich wollte eigentlich... Also ich sah ja, dass ich... ich habe mich zusammengerissen und dieses Event, diese Event-Quest zum Beispiel nicht gemacht. Auch wenn ein Ratlos drin ist, den wir einmal besiegt haben. Aber wir haben dieses Event halt noch nicht gemacht, deswegen ich hielt inne. So stark bin ich. So. Und wir haben sehr viele Optionale noch. Ein Tobi Kadatschi zum Beispiel in Arena. Oder Legiana in der Arena. Hm. Und liefere 2 Fleischklumpen, wo auch immer ich die dann herbekomme. Ein Odogaron-Fang. Ja, den hätte ich fangen können. Egal, ist sowieso ein Event. Oh Gott, Diablos. Was wissen wir über den Diablos? Das Apex-Monster der Wildturm-Ödnis. Ein bedrohliches, territoriales Biest, das im Untergrund lauert. Laute Geräusche locken es an die Oberfläche, Schallbomben, um Beute zu machen. Ein Diablos kann mit lauten... Und das steht's nochmal. Ein Diablos kann mit lauten Geräuschen in die Oberfläche gezwungen werden, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Dort... Und genau dort kannst du den anderen in Angriff der Kreatur gegen sie ver... Achso, das ist was anderes. Ja, damit sie stecken bleibt. Das haben wir auch gesehen. Ja. Wissen wir noch gar nichts drüber. Okay. Dann nehme ich einfach mein Blitzschwert mit, weil das habe ich dabei. Und ich mag das Blitz. Ich mag den Effekt davon. Oh, du bist's. Jo, ich weiß anhand der Untersuchung von Baumringen, dass Pflanzen während ihres Lebens hier eine Art Wachstum... Das können wir schon. Okay, ich pflanze gerade die ganzen Kerne an, damit ich ein paar immer Vorrat habe. Wir könnten da nochmal ein bisschen düngen. Zum Beispiel Pflanzenernte nach oben. Okay, dann gehen wir mal los. Rauf zur Kantine. Rauf zum Essen, ich hab Hunger. Auf. Ah, diese Banane da oben wäre nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob Diablos lila Augen hat. Das ist ein Icon, welcher hat. Oh, warte, muss mal schauen. Ich glaube, damals hatte man immer seine. Also auf der Monster Freedom oder Freedom Unite, ich weiß gerade nicht, welches da wo aufgetaucht ist, hatte man, glaube ich, immer Probleme, seine Augen zu sehen. Die waren, glaube ich, mehr schwarz. Muss ich mal darauf achten, ob er lila Augen hat. Der Rathalos blau. Oder Garan blau. Radobahn rot. Okay, achten wir mal drauf. Hm. Lila Augen. Sowas müsste auffallen. Wir nehmen mal ausgeglichen oder Verteidigung hoch. Ich glaube, Elementarwiderstand bringt nichts. Ich nehme Fischgericht. Der gute Fisch.
Die Augen kann man generell schwierig erkennen, weil die Köpfe so riesig sind und mein Kopf zu sehr abgelenkt ist, ja? Ich versuche mal ihn... Oh stimmt, ich muss da Fallen mitnehmen. Wenn wir die Möglichkeit haben, dann fange ich den auf jeden Fall. Und ich bin gespannt auf die Diablos-Rüstung. Wie die aussehen wird. Jetzt nehme ich vielleicht nach der Hordetau-Rüstung die Rathalos-Rüstung. Aber vielleicht sieht ja die Diablos-Rüstung noch cooler aus. Ah ja, und da wollte ich vielleicht noch schauen. Nehme ich was anderes hier rein? Lebenskraftmantel ist cool. Ja, ja, das lassen wir erstmal. So, und der Falle. Den ersten Diablos, den ich dann fange hier, das wird super. Eine Dummkapsel. Giftrauchbombe, nee. Schockfalle. Das ist was. Und das da. Und, wo haben wir die Dingens? Da. Beruhigungsbomben. Sollte mal... Genau, das kann man hier machen, nicht wahr? Warte, Objekte verwalten. Das sieht eigentlich nach einem guten Set aus. Deswegen, ich würde mal ein Set reinhauen. Hier, Sets verwalten. Nehmen wir mal doch das hier, oder? Ist lauter Munition drin, das brauche ich nicht. Ich nehme das da. Tortenmenü sieht... ich mag Torte. Was habe ich jetzt gemacht? Ich will nicht das. Ich will das halt nicht. Nein. So, warte, ich hab's gleich wieder. Soll ich ein Fernglas mitnehmen? Na, nehme ich mit. So, dann noch ein paar Rationen. Ich denke, jetzt geht das. Jetzt können wir das einmal sortieren. Toll. Und jetzt als Set verwalten. Rein damit. F-Set benutzen, Set speichern. Ich glaube, das war das nochmal. Hast du in Freedom Unit die Diablos-Rüstung immer getragen? Ich weiß gar nicht mehr, welche Rüstung ich getragen habe. Ich weiß noch, dass ich sehr lange an der Weingaruga-Rüstung hing. Weil ich fand die ziemlich cool. Die Diablos-Rüstung sah aber auch cool aus, weil sie, glaube ich, an den Beinen sehr lange Panzerung hatte und halt die zwei Hörner auf den Schultern. Und vielleicht ist die ja hier genauso und das wäre super. Okay, jetzt hat sie gespeichert. Ist gezeichnet. Aber ich weiß nicht, welche Rüstung ich immer getragen habe. Die Diablos wahrscheinlich länger. Vielleicht auch irgendwann mal die Mondoblos. Egal. Wir gehen rein. Was mache ich denn? Ich muss die Quest auswählen. Die zwei Monster, die wir jagen, sind der Feuerwyvern Rathalos und der gehörnte Wyvern Diablos. Ich schätze, uns bleibt nichts anderes übrig, außer sie beiden, als die beiden zu jagen und so zu beweisen, dass wir in der Nahrungskette ganz oben stehen. Verstehe zwar nicht, warum wir das machen müssen für ihn, aber egal, wir gehen rein. So, ist ihre Hauptaufgabe, nicht wahr? Ja. Der gehörnte Tyrann unter dem Sande. Der erste Viverianer sagt, nichts zum Sora, bis wir in der Nahrungskette ganz oben stehen. Deshalb müssen wir einen Diablos erjagen. Können wir ihn dann auch essen? Das ist die Frage. Natürlich. Muss ich nur kurz schauen, ne? Habe ich die, ich habe die Bomben vergessen, okay. Die muss ich noch mitnehmen. Ist ja blöd, wenn ich die verkisse. So, und jetzt können wir das Set nochmal abspeichern. Mit X, mit R, dann das da, gut. Wir müssen uns beweisen, das ist Grund genug. Absolut. Los geht's, Kartoffel. Hoffentlich ist Tag dort. Aber wir werden in der Nacht ankommen. Ein bisschen schade. Aber vielleicht können wir uns noch ein bisschen umschauen. Wir haben 50 Minuten. So. Ganz oben in der Nahrungskette, was? Und sie hat noch was gesagt. Das habe ich leider verpasst. Aber egal. Wir können ja erstmal schauen. Hier, Schreikapseln sind auch drin. Die sind etwas simpel. Ich stehe eher auf die richtigen Schreikapseln. Die auf dieses einfache Zeug. Aber okay. Ja, Diablos als Name klingt Ohren schon ziemlich gut.
Ich meine, der Name verspricht ja auch viel. Und ich meine, er sieht ja auch danach aus. Die zwei Hörner. Das grimmige... Oh, ich habe die falsche Notation gegessen. Egal. Das grimmige Erscheinungsbild. Der ist schon cool. Und... Wopp. Noch ein bisschen Kraut. Ja, diesmal nehme ich keine Kildis mit. Wir sind diesmal ehrenhaft. Auch wenn es nicht viel mit Ehre zu tun hat, aber ist ja egal. Ich weiß da auch nicht, was ich sage. Schön hier aber. Sehr, sehr nett. Ich mag es halt. Und die Ausdauerlarven, Insektenlarven. Kann man die eigentlich fangen? Das wäre toll. Muss den nächsten Mal sehen. Schauen, ob ich die fangen kann. Oh, super geil, ja. Und die Vögel möchte ich auch gern fangen. Ich nehme mal Wassermoos mit. Da hinten ist wieder so ein Kaktuszeichen. Der sieht so aus, als würde der Laden, wenn es so halb voll ist. Den werde ich auch noch fangen. Arrot, Mist. Alte Fußspuren. Die müssen wir verfolgen. So eine Diablos, nicht Diablos, sondern Ratian ist hier. Ja, hat wie eine riesige Pfote mit drei Krallen vorne dran. So wichtig das Erz. So, was haben wir denn da? Ein Lichtkristall. Sehr nett. Und zu einem gibt es immer einen anderen Gratis dazu. Also ein Diablos im echten Leben möchte ich aber auch nicht begegnen. Wir werden ihn gleich sehen. Ich hoffe, der ist riesig. Aber obwohl, ich glaube, das ist eine normale Quest. Aber so eine Welt. Das hatten wir letztes Mal schon. Das wäre eine grausame Welt für uns. Und auch für die anderen Tiere, weil die werden ja auch alle gefressen. Obwohl das hier alles ein bisschen im Einklang ist. Na, ja, da ist der Diablos. Oh, da ist er. Ich sitze die ganze Zeit grinsend davor. Ach. Er sieht toll aus und er steckt natürlich gleich fest. Ich nehme das hier mal weg. Und ich glaube, er hat mehr so gelbe, rote Augen. Ja, komm her. Oh, ist der toll. Komm her. Und zum Glück ist er nicht winzig, er ist riesig. Oh.
Warte, das kann man doch abknallen. Gib mir das. Und der ist schnell. Warte. Mist. Und macht mehr Schaden. Oh Gott. Komm her. Und der hat eine Panzerung. Oh Gott. Okay, der hat die. Okay, da muss ich nicht mal nochmal genau hinschauen. Mit den lila Augen. Oh, der macht Schaden. Ich hab echt Respekt jetzt vor dem. Ich brauche wirklich eine bessere Rüstung. Ich kann ihm eigentlich meine Rüstung auch aufwerten. Ich komme nicht durch. Mist. Das schaffe ich schon. Okay, ich mache eine andere Panzer, eine andere Strategie. Ja, welche? Okay, wenn er sich umdreht, schnappe ich mir das hier. Das war nicht das, was ich wollte. Das war's. Oh Gott. Die Panzerung ist schon etwas stärker. Ich habe jetzt... Der ist tatsächlich der Erste jetzt, der mir ein paar Probleme macht. Bei der anderen kam ich ja gut durch. Falsche Waffe. Au. Ich kann nicht. Ich wusste nicht, wie ich feuer, wenn ich die Waffe gezogen habe. Und meine Haltung bringt auch gar nichts. Okay, jetzt kann es aber. Der Schleuder schießen. Okay, daneben. Mist. Okay, erster. Respekt hat man vorhin definitiv. Absolut. Erste Begegnung und wir haben eigentlich eher abgelost. Mist. Was mache ich jetzt? Vielleicht ist ein Schwert auch falsch. Vielleicht wäre ein Jagdhorn besser. Ich glaube, ich hole mir meinen Jagdhorn. Mit dem Schwert komme ich nicht durch. Obwohl mein Jagdhund auch nicht so aufgerüstet ist. Aber welches haben wir denn da? Das Schallhorn mit Lähmung. Ich glaube, Schall wäre auch gar nicht mal so schlecht. Verteidigung Hort. Das brauchen wir. Wir nehmen das Schallhorn. Ne? Eine stumpfe Waffe klingt gut. Gibt bestimmt Betäubung. Wir haben Lähmung und Betäubung. Ja. Wenn wir mehr Zeit raushauen können, dann wäre das natürlich super. Aber ich freue mich. Endlich mal ein Gegner, der ein bisschen reinhaut. Oder vielleicht ist es auch erst der Anfang. Ich hole mir noch das hier mit. Weil halt ist halt der erste Kampf heute. Man will ja auch eine Herausforderung, ja. Ist ja auch ein Grund, warum ich das Verteidiger-Set nicht nehme. Die Werte sind einfach viel zu gut. Ich habe letztens wieder reingeschaut, die Verteidigerrüstung würde jetzt auf meiner Stufe, ich glaube, 5-mal mehr Verteidigung reinhauen als das, was ich jetzt hätte. Also das, was ich jetzt habe. Aha, ich bin ja da. So, komm her. Okay, da kann man schnell raus. Okay, jetzt haben wir keine mehr. Und obwohl, wir müssten noch welche haben. Okay, da kommt er sehr schnell raus.
Der ist nicht wütend, oder? Das war blöd von mir. Ich sollte aufpassen. Jagdhorn ist dann, wenn ich die Lieder spielen werde, da bräuchte ich mehr Verteidigung. Ich sollte das Verteidigungslied reinhauen. Oh Gott. Dieser Angriff ist auch brutal. Okay, warte, habe ich eine? Das war knapp. Nee, das war nicht knapp, ich bin ausgewichen. Jetzt kommt er gleich wieder. Okay, der wollte gerade Kartoffeln. Okay, der kriegt sich jetzt sehr oft ein. Okay, auf Wiedersehen, Horn. Okay, der erwischte mich. Das war knapp. Komm. Okay, die zweite Begegnung war schon souveräner. Mit dem Jagdhorn kriegen wir das hin. Wir brauchen sehr schnell ein Horn von dem Blatt gemacht. Entschuldigung, Kartoffel. Ich mache doch meine Verteidigung ein bisschen höher. Damit er wieder auflädt. Ich tue mal die Blitzkapseln rein. Da hinten ist er. Schön, dass man die auch noch in der Entfernung sieht. Er hat sich der Diablos in Freedom Unit auch so immer so viel eingegraben oder hat er dort gekämpft? Er hat sich auch oft eingegraben. Aber jetzt so oft kann ich mich nicht erinnern. Das war gerade sehr, sehr oft. Aber ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf die Unterart an. Wir hatten den normalen Diablos und den schwarzen Diablos. Ich glaube, der schwarze Diablos hat sich sehr, sehr viel öfter eingegraben als der normale. Und dass der Schlag immer noch so brutal ist. Sehr gut. Das war's mit deinem Horn. Okay. Und damals konnte er halt auch feststellen. Wow. Ich mag das, wie hier alles kaputt geht. Damals war es aber brutaler mit den Blitzkapseln. Hier ist es mehr so, dass der Gegner nicht viel sieht. Ja, damals war es so, dass der trotzdem einfach fast alles an Angriffen ausgeführt hat. Nur halt nicht gezielt. Deswegen war es mehr Glück, unbeschadet rauszukommen. Okay, das ist nicht gut. Okay, da hat er mich erwischt. Danke, Kartoffel.
Schade, noch ein Trank. Okay, der ist auch wütend gerade. Dass er mich da noch erwischt. Wow. Der sieht schon etwas erschöpft aus. Okay, nicht gut, nicht gut. Okay, wenn er diesen Angriff macht, ich darf nicht von hinten angreifen. So, jetzt komm ich. Mich aber fast mit allem. Hey, komm schon, Kartoffel. Ja, damit. So, und. Ich mag das. Komm her. Und nochmal. Wer bin ich einmal gelähmt derzeit? Okay. Nächste Begegnung war auch in Ordnung. Er wusste nie, dass der Diablos Kakteen frisst. Nach seinem Design sah er mehr wie ein Fleischfresser aus. Ha, dachte ich eigentlich auch immer. Ich meine... Ich muss mal auf seine Zähne achten. Die Zähne sind normalerweise immer ein Hinweis drauf. Die Hörner... sind ja nicht unbedingt ein Zeichen dafür. Die können auch zur Verteidigung sein. Wir müssen auf die Zähne achten. Beim Radarbahn war es ja so, der hatte mehr stumpfe Zähne, stand er da drin, weil er mehr die Knochen zermalmt und so weiter. Okay, der hat mich jetzt schon gesehen. Dann dreh dich um. So, hier bin ich. Aber ich wusste auch nicht, dass der Kakteen auf ist. Der ist ja schon frei. Okay, den kann man nicht lange damit mit den Sachen stunnen. Ja, der ist jetzt schon wieder frei. Mehr spitze Zähne da vorne. Mist. Also ich wütende, dass du weniger Blitzkapseln. Okay, okay. Werde ich ein bisschen vorsichtig. Obwohl, da haben wir noch eine. Okay, war ein bisschen zu früh.
möchte fast glauben, Lähmung bringt bei denen fast gar nichts. Ah, okay, der ist umgefallen. Nicht irgendwas. Immer wieder eindruckend. Komm her. Das musste ich kurz machen. Ich mache nämlich die Verteidigung nach oben. Das war blöd von mir. MBT 10 kann auf jeden Fall kein Fleisch fressen, geschweige denn Fleischreis. Ich komme gar nicht dazu recht, hier reinzuschauen. Ich habe diese zwei Spitzen da vorne gesehen. Ich muss ihn fangen, da können wir das besser sehen. Autsch. Nicht gut. Okay, Kartoffel kommt gleich. Dann gleich mit. Ich muss mir noch reinhauen. Das war nicht gut. Komm, Kartoffel. Danke. Reicht mir. Uff. Okay, der ist da hinten. Nimm mal das hier mit. Schleuderdorn. Schleuderdorn? Warte, lässt er immer einen Schleuderdorn fallen? Hat etwas Kakteenartiges. Die sind ja so rund. Ah. Vielleicht deswegen die Kakteen. Jetzt gehen wir da runter. Das wird dir auch nichts nützen. Komm her. Ich habe keine Ausdauer mehr. Super. Komm schon, komm schon, komm schon, bis er gelähmt ist. Okay, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Weg, ja. Oh, das war knapp. Komm her. Viel zu früh. Wow. Okay, wir haben zum ersten Mal gelähmt. Dass er da rauskommt, wusste ich nicht. Das war cool. Kann das nochmal machen?
Okay, da geht aber alles um. Die Zeit habe ich. Okay, ich warte mal, bis er wieder herkommt. Ist nicht, wie schwer er verletzt ist. Wenn wir vorwesten zum Monster, dann ist er definitiv von Vorteil, wenn man das Monster noch nicht kann. Also, ja, ja, klar. Man weiß ja dann, was er macht. Das hier war neu. Und schön. Und ja, ich kenne den Diablos noch von früher. Das gibt mir sehr viel Wissen über ihn. Oh. Sprechen. Das bist du. Ja, mit mir. Ich wollte ihn fangen. Ich wusste nicht, dass er so schwer... Er ist halt nicht einmal gelaufen. Mist. Egal, wir bekommen noch die Chance, ihn zu fangen. Aber Diablos ist unser. Und ich muss schnell auf seine Zähne schauen. Schwanzschutz. Ist abgetrennt. Ich habe ihn nicht abgetrennt, aber egal. Warte, ich habe doch hier ein Fernglas. Okay, bei dem Fernglas sieht man nix. Obwohl, hier sind die Zähne leider etwas unten. Warte, ich gehe mal kurz in den Fotomodus, das ist besser. Ja, die sind mehr, obwohl die sind schon spitz. Ich meine, wozu braucht er so spitze Zähne? Und der Tanzkartoffel. Aber wir konnten jetzt nicht viel sehen. Gedrehtes Horn. Robust, für viele Waffen verwendet. Ein Rückgrat. Das hat er nicht mehr. Nitropilzen, gut. Vielleicht um Kakteen aufzuspießen. Ja, bestimmt. Naja, vielleicht ja wirklich, wenn die sehr viele Stacheln haben. Wenn ihr die isst. Ich meine, vielleicht ist es eine Leibspeise.